Nein, bin ich nicht. Hier ist ja Gift. Dankeschön. Tschüss. So. Und sagt das Missy. Die hat so eine Stimme, nicht ich. Also sag ihr. Oder beschwer dich bei ihr. Und nicht bei mir. Schon wieder ein Wasser. Ein Wasser-Type. Damidi bidi papapa. Jetzt frage mich halt nur, wie wir weiterkommen können. Vielleicht kriegen wir hier ja Surfer. Aber ohne Surfer habe ich jetzt nicht wirklich was gesehen, ne? Gab's irgendwas? Gab's irgendwas? Irgendein Weg, wie wir weiterkommen können? Oder war's das jetzt schon? Ja komm, quassel mich nicht so voll, ich will endlich spielen hier. Ich habe schon oft genug mein Mistvieh Was? Was? Ich glaube, ich werde krank. Nein, Leon, was ist denn los? Das ist doch... Das darf doch nicht wahr sein. Dann erhole dich, mein Kind. Ja, du bist mein Kind. Ich hätte gedacht, wir können hier fischen. Das sehe ich jetzt gerade nicht hier. Nee, da ist der Beutel. Der Beutel ist hier nicht. Der Beutel ist hier nicht. Nee. Also können wir da gar nicht fischen, sondern fangen hier einfach Pokémon. Hey. Ja. Ich würde dich ja sogar ins Team nehmen, ne? Dann einfach Quick Attack. Oder ist das jetzt... Alter. Ja, komm. Keine Ferien. Kann ich mir eine Wettling und so weiter... Warum habt ihr Ferien? Gebt nicht so an. So, Namensvorschlag, please. Wenn wir benennen dürfen, nein. Funktioniert das so ähnlich wie Dingsbums? Wie dieser Contest aus Hard Gold, Soul Silver? Oh Gott, ein Surfer, dunkle Schulerinnerung. Hey, das wollte ich ja ins Team nehmen, ne? Dann werfe ich jetzt einfach den Ball. Hast du vielleicht mal irgendwie beim Schulausflug probiert zu surfen und dann bist du hingefallen und das Brett ist dir voll auf den Schädel gefallen, oder... Warum dunkle Schulerinnerung? Aber ich bin doch Mama von Similida. Tja, und ich bin dein Vater. Das ergibt alles Sinn, ja? Oh Gott, das ist ja ziemlich verstörend, gerade die Vorstellung, ne? Also, ich bin ja auch ein Sibylline, ne? Also habe ich eine Persönlichkeitsstörung mit einer Sibylline und Critical Hit und mit dem echten Sebi. Der echte Sebi ist dein Vater und die Sibylline, das ist deine Tochter. Das ergibt alles Sinn. Ich bin verwirrt. Ne, wurde wegen meiner langen Haare Surferboy genannt. Das ist ja gar nicht so schlecht. Surferboy. Hey, Surferboy, die sind ja knackig gut aussehend und gebräunt. Gebräunt, wie heißt gebräunt, knack, nein. Oh, wie heißt der? Groß, gebräunt und gut aussehend. So. Ja. Was bin ich dann? Ja, komm, tauschen. Und gehen wir jetzt einfach raus. Wie es ausschaut, wird das wirklich hier der Fall. Oder ist das hier der Fall? Egal. Still have time left. Achso. Nee, vielleicht finden wir hier ja irgendwie ein Item, Surfer zum Beispiel. Ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen Weg erinnern. Nee. An einen Ort, wo wir dann weitergehen können. 32. Das wäre sogar jetzt Teamniveau. Also würde ich es jetzt probieren einzufangen. Das war ziemlich riskant, weil unser Pokémon wäre fast gestorben schon. Weil wir gebrochen. Greta ist hier, Hallöchen.
Hallöchen, Hallöchen. Watergrass. Gut, dann werde ich das ins Team nehmen und wahrscheinlich den Wettbewerb gewinnen. Würde ich jetzt sagen hier, ne? Wenn ich gebräut wäre, mal wäre als nur Haut und Knochen hätte, würde es zu passen, was? Die Größe habe ich schon. Ja, gut. Oh, hi. Tja. Nee, ich möchte darauf. Jetzt werden wir vernichtet. Ein Typ, den ich umbringen will, was? Was ist jetzt auf einmal? Ich habe jetzt 2 Wochen Ferien. Warum habt ihr jetzt alle Ferien? Bei uns hat es gerade wieder angefangen, ne? Gut. Dum, dum, dum. Dong, dong, dong. Da, da, di, lo, schau, schauen wir mal. Und? Fisherman Josh. So viel Punkte. Fisherman Ed. Und? Ist das das Viech? 322? Hamster! Ja, Mystic Stone, okay. Was auch immer das ist. Egal. So, Namensvorschlag. Ich habe viele was? Viele nehmen sie. Ach, egal. Namensvorschlag, please. 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 Für ein Schrupsi. Ein weibliches Schwupsi. Schwupsi-dupsi. So, wenn kein anderer Namensvorschlag kommt, werde ich einfach wieder Mikes Namensvorschlag nehmen, ne? Flowey. Howdy. Du hast noch keinen Namen vorgeschlagen, oder Abschau? Also würde ich jetzt Howdy hernehmen. Günther. Ein weiblicher Günther. So. Ja, Arbeit, Arbeit. Toll, jetzt denke ich wieder Undertale. Nee. Was jetzt? Welcher Name? Absurd, du sagst welchen Namen. Deinen Namen, Mikes Namen, Wannis Vornamen, was? Ja, Wanni heißt eigentlich Günther Wanni. Das war nur ein Scherz wegen Flow Schwammgirl. Absurd, du sei doof. Ja, gut. So, dann. Nee! Doch! Flowey. Günther Wanni, nicht Wanni Günther. Da besteht ein Bestehigkeit. Was? Flowey! Ich warte noch auf ein tolles Pokémon. Ja, langsam aber sicher. Ist die ganze Sache hier zu Ende, ne? Also zumindest hier in dem Livestream. Also in diesem Projekt, würde ich sagen. Nicht der Livestream. Ich kann nicht drehen. With a strange light in the middle of it. It evolves certain Pokémon. Okay. Tja. Warum hast du eine rote Schrift? Okay. Gut, dann haben wir das auch hinter uns gebracht und können hier einfach herumlatschen. Ja, mir hat halt nur gefehlt, dass man hier mit der Angel antieren kann. Ankieren, was? Interagieren kann. Weil es ist ja Fishing Contest und man kann nicht fischen, also. Naja. Dann heißt es weitergehen, wie auch immer. So, Flowey. Günther Wanni. Die 3 von auf Falkenberg, was? So. Dann schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir ein Wassel-Pokémon. Dann schauen wir dich mal an. Brrr. Ja, geht eigentlich, ne? Wabbelbeam. Würde ich sogar in Erwägung ziehen. Da muss ich aber jetzt mal schauen, welche Pokémon wir rauswechseln könnten. I don't know. Also, wollt ihr das Viech ins Team nehmen? Und wenn ja, für welches Teammitglied? Das könnt ihr jetzt mal entscheiden. Da, 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 da. Da, 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 da. Also, du Geier rauswechseln.
Ich habe absolut keine Ahnung von Undertale, deswegen kann ich da nichts sagen. Für Fledderling? Echt jetzt? Warum denn? Ja, und gegen Darky. Was? Gegen Darky sollen wir rauswechseln? Ich gehe doch mal einkaufen. Dann viel Spaß beim Einkaufen. Nein, du Bleier bleib. Du Bleier bleib. Genau, ich kann nicht reden. Have fun. Irgendwie. Thanks, not. Ach, was denn? Das ist doch spaßig. Nee, schauen wir mal. Vielleicht brauchen wir gar kein Wasser-Pokémon. Kein Wasser-Pokémon. Schauberball, Schauberball. Ding, 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 ding. Ding. So, dann müsste es ja hier weitergehen. Ah, okay, jetzt kriegen wir wahrscheinlich, ne? Da, hallo Hamster, how are you? How was the fishing contest? Oh, I almost forgot Professor Pinewood is here in White White City. He wanted me to find you because he has something important to tell us about those Team Solar Tomb Luna people, Harry. He's at Aquarium Whitney und Radar there. Du, come on, follow me. Hätte man uns das nicht vorher sagen können. Hallo, du Dude, dessen Name mir gerade nichts sagt. Also ein Heck mit komplett neuem Mond. Was? Mit deinem Mond? Gibt's ja einen neuen Mond? Oder mit einem Mod? Was meinst du damit? Es ist ein Fangame. Wahrscheinlich mit RPG Maker gemacht oder irgendwas in die Richtung. Und wir sind da. Ach so, das war ja der Professor. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, das war dieser Afro-Professor. Ah ja, mit neuen Mons. Es gibt einige Mons, die ziemlich nice sind, muss ich bis jetzt sagen. Kenne ich dich? Zaynix. Zaynix, Hallöchen. Oh, Hamster, you arrived. So, what do you have to tell us, Professor? I found out some information about Team Solar und Team Luna. Those are the Grookse who stole that little girl's Pokémon. Yes, Kira. Kira. Oder Keira. Wie auch immer. They are both different teams with the same goal. To take over the Rik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 
Still two more stones out there. Yes. Ich habe eh einen Stein. Ich habe einen Stein neben mir. Also ist das ja auch wurscht, ne? Which is why I think they have backup plans. These teams are dangerous and will do anything to get control of the Rikutototo region. We won't let them get the stones, right? Guys, right? Ja. Okay, danke schön für die Information hier. Oh, Professor, wasn't there something you wanted to give this free? Give me surf, danke schön. Sonst wäre es nicht weitergegangen. Ja, ich kann mir Surfer einsetzen. Ja. Danke schön. Ja. Tschüss. Es gibt leider mehr schlechte als gute. Das ist trotzdem deine Schuld, wenn du deinen Fokus auf die Schlechten richtest. Und RPG-Maker kann sich jeder holen und irgendwie ein Spiel machen, also ist ja auch verständlich. Da ist kein Siegel dahinter, wo man sagt, das ist Qualität. Ne? Da sind Privatpersonen. Was erwartest du dir? Hi. Aber trotzdem, wie schon gesagt, ich spiele jetzt Pokémon-Spiele, die wahrscheinlich alle mit RPG-Maker gemacht wurden. Und die sind eigentlich alle ziemlich gut besetzt. Also, ich hätte mir auch Pokémon-Spiele raussuchen können, die schlecht gemacht wurden. Habe ich nicht gemacht. Die wären wahrscheinlich eh nicht vorgeschlagen oder so, deswegen, ne? Naja, so. I will battle you. Ja, ja, ja. Du Wichtigtour. Ah, so pumped! Ain't he, ja lala! So. Ich wollte mir das jetzt nicht alles durchlesen, ey. Ich will einfach weiterspielen! So, die Frage, die wichtige Frage ist: Kann irgendjemand Surfer einsetzen? Nicht, wenn sie es veröffentlichen mit dem Sinn, dass sie groß vorgestellt werden, privat ist was anderes. Trotzdem deine Entscheidung. Man kann sich ja auch einlesen, was ein Spiel bietet, bevor man spielt, ne? Oder irgendwelche Let's Plays anschauen, da gibt es sicher welche. Und wenn das schlecht wirkt, das Spiel, dann musst du ja das Spiel nicht spielen, ne? Deswegen kannst du hast du trotzdem noch die Entscheidung, ob du jetzt ein gutes Spiel spielen willst oder ein schlechtes. Und kommt halt drauf an, was für ein Spiel. Wenn es jetzt wirklich ein Originalspiel ist, mit Originalcharaktere und jetzt nicht sowas wie Pokémon, irgendwelche Fangames, dann ist es sowieso riskant, würde ich sagen, dass man da irgendwie was Gutes findet, irgendwie, ne? Indie-Games wie zum Beispiel. Ich bin mir sicher, ich kenne mich da jetzt nicht so gut mit der Materie aus, aber ich bin mir sicher, es gibt auch einige Indie-Games, die richtig schlecht sind. Und die es auf Steam gibt oder sowas, ne? Also, es gibt gute und schlechte. Ist ja auch wurscht jetzt. Was labert Vanni hier schon wieder? Aber allein wegen den Trash-Vector spiele ich sie. Tja, da braucht man sich aber nicht wundern, dass schlechte Games florieren, sagen wir jetzt mal. Wenn man trotzdem sie spielt, weil sie Trash-Games sind und sowas. Das ist ja die Sache. Deswegen gibt es so viele schlechte Spiele, weil viele Leute eben diese schlechten Spiele, weil sie eben schlecht sind, spielen. Deswegen braucht man sich jetzt nicht wundern, ne? Ich sage jetzt nicht, spiel was anderes. Wenn du jetzt was Gutes haben willst, oder wenn du was Gutes haben willst, dann spiel was anderes. Aber an sich sage ich jetzt nicht, spiel einfach was anderes. Aber du brauchst dich nicht wundern, wenn es mehrere schlechte Spiele gibt, wenn du diese auch noch unterstützt, ne? Sage jetzt nur mal. Der Grafikstyle von dem Hack finde ich irgendwie auch nicht gut. Ist es eine Exe oder? Es ist eine Exe-Datei. Eine Hexe-Exe. So, die Frage ist jetzt nur Surfer. Darf ich mal hier die beiden sehen? Oder Momentchen, vielleicht kann man dich dadurch auch so entwickeln.
Wegen der Coverage möchte ich nur ungern jetzt unser kleines Schmetterling-Fee-Viech rausschicken, ne? Wobei. Ja, komm. Auch wenn ich es gerne benutzt hätte, aber wir brauchen auf jeden Fall Surfer, sonst geht es sowieso nicht weiter. Und grafisch, ja, haben wir auch schon Hex gesehen, die, oder die vorherigen Hex haben auch ein bisschen besser ausgesehen, würde ich sagen, grafisch. Aber ich finde es auch nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, dieses Spiel, das orientiert sich sehr am Original. Auch vom Grafikstyle, und das finde ich eigentlich recht nice. Ist mal was anderes hier. Ist ja nicht das Schlimme bei solchen machen, ja, dass sie die Kritik, die sie bekommen, nicht umsetzen. Ja, du unterstützt sie schon, wenn du sie spielst. Ist ja irgendwie logisch, ne? Also unterstützt du sie schon. So einfach ist es. Egal, wie weit bin ich? Anfang, Mitte, late. Ich glaube, es gibt 6 Arenen. Wir haben 5 Gym Badges. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Orte wir noch erkunden können. Aber ich habe das Gefühl, wenn da rechts unten Information steht, wie Lighthouse hier, kann man das noch erkunden, ne, den Ort. Nur muss das ja nicht alles stimmen, ne? Also rein von den Arenen her, wenn du auf irgendeiner random Route keine Arena ist, ist, glaube ich, die nächste Arena dort unten, das da. Und ich glaube, da könnte es auch, ja, zu Ende sein, das Ganze hier, die Demo. Keine Ahnung, ob man da hinkommt, aber auf jeden Fall geht es bis hier lang. Und ja, das ist eh noch ein langer Weg. Je nachdem, wie lange die Routen brauchen. So. Ich möchte jetzt nur mal schauen, ob wir das Viech entwickeln können. Mit Mystic Stone? Nope. Mit Firestone? Nein. Waterstone? Ja, dann entwickeln wir es gleich. Hat eigentlich eh akzeptable Angriffe schon drauf, ne? In der Hoffnung, dass sie sich bessern. Und wo sind das für Vieh? Ja, glaube ich kaum. Glaube ich kaum. Wie schon gesagt, es gibt einige Trash-Games, die einfach nur trashig sind, weil sie trashig sein sollten. Und da werden sie sich sicher nicht bessern. Kahula! So, dann haben wir ein neues Vieh hier. Jo, geht so, würde ich sagen. Geht so, geht so. Bubble Beam, ja. Aber dafür haben wir Surfer, was reinhaut. So. Gut, jetzt können wir surfen, surfen, surfen. Ja, schaut so ähnlich aus, ne? Das Ding stoned. Söderle. Ich glaube, es gibt noch einige Routen. Also, die wir schon besucht haben, wo wir jetzt mit Surfer was bekommen können, ne? Aber solange wir nicht fliegen haben oder irgendwie eine Fähigkeit hier durch die Region zu fliegen oder von einem Ort zum anderen zu kommen innerhalb von kurzer Zeit, werde ich jetzt das alles nicht nachholen. Weil das habe ich ja eh vorher angesprochen. Die Karte, die Region ist nicht gut aufgebaut, was jetzt wirklich, wie heißt es denn, wenn man zurücklatscht? Backtracking, so, ne? Wenn man einfach Routen hat, wo man noch was machen muss und zurückgehen möchte. Die Region ist nicht wirklich gut aufgebaut für sowas. Wenn später irgendwas kommt, dann okay, kann ich mich zufrieden geben, aber so nicht. Da muss man, wenn man jetzt mit der eigenen City, vielleicht kann man ja da zum Beispiel noch herumsurfen, wenn man da hinlatschen möchte, muss man den ganzen Weg hier latschen, ne? Den ganzen Weg durch die Forests, ne? Durch die ganzen Höhlen, durch die ganzen Wälden, Wälde. Was ist Plural von Wald? Durch die Wüste. Und das ist, nee, da habe ich keinen Bock drauf.
Also, ja. Ich versuche möglichst viel zu zeigen hier in dem Spiel, aber auf das habe ich dann keinen Bock. Und wenn, dann offscreen, aber jetzt nicht hier. Bin kurz essen. Dann lass es dir schmecken, Leon. Have fun. Have fun. Oder happy funny. Have fun? Have funny, wanny, oh my goodness. Heißt das, dass jede wanny funny ist? Was labere ich hier eigentlich? Egal. So. Und? Yes. Ja, gut. Fight me. Get you swim on your own. Sind doch ein kleines Kind, lass mich in Ruhe. Hintergrund ist auch akzeptabel hier. Schaut nett aus. Besser als die bis zur fünften Gen? Bis zur fünften Gen war es ja so, dass die Hintergründe in den Original-Pokémon-Spielen wirklich langweilig waren. Teilweise. Ne, immer so ein Standard-Hintergrund war sehr oft. Und ich glaube, wann hat man das geändert, dass man da den Hintergrund, den Bildhintergrund jetzt irgendwie angepasst hat an die verschiedenen Orte? War das in der sechsten Gen? Sonst war es immer so irgendwie so ein, ja, geht so. Und da hat man zum Beispiel schon mehr geschafft. Weil sowas finde ich schöner als irgendwie so Standard-Hintergrund, der jetzt vielleicht andere Farben hat oder sowas. Ja. Also, da unten war ja noch jemand. Aha, so sind wir hergekommen. Gut. Und welche Pokémon tauchen hier auf? Schon wieder dieses Viech hier. Müsste das Viech nicht unter Wasser sein? Das ist ja so eine Wasserpflanze. Naja. I'm gonna kill you! Was ist denn das für ein Viech? Schau mal, wenn du das überlebst, würde ich mir sogar Gedanken machen, dich ins Team zu nehmen. Ja gut, dann halt nicht. Hallo, I love to swim with my Pokémon. Diese Pokémon werden jetzt aber zerstört. Boah, diese süße Wie. Gefällt mir aber, dass wir jetzt doch relativ gute Pokémon jetzt mittlerweile haben. Da dauert das Kämpfen auch nicht mehr so lange. Was ist das? Oh! Sieht man das gerade? Nope. Wie kann ich denn das jetzt einfügen? Oh! Okay. Ich habe jetzt gerade so... Moment. Uno momento, please. So, das habe ich gerade aufgemacht. Ich glaube durch F1 oder sowas. Also kann man das abändern. Ja. Es kommt jetzt zu spät, würde ich sagen. So. Wie denn? Nee. So. Gut. Ja. Aber das mache ich jetzt nicht. So. Was hat sich jetzt geändert? Egal. Das war jetzt dezent verwirrend. Dezent verwirrend. Und Finflip ist tot. Da freut man sich doch. Oh, my lovely Pokémon. Tja. Die wurden zerstört. Vernichtet. Da. Okay, ich höre schon auf. Schaut mal, wer da ist. Habe ich mir schon gedacht, das ist jetzt noch. Hat er mich jetzt abgeknutscht und deswegen dieser Black Screen. Oh, Hamster, you made it. The Heim. We get from the professor is so useful. So, this is the entrance to Google Swamp. It's said to be a very mysterious arena, wollte ich sagen. Area. You should be well trained if you want to go there. So, how about a battle? I've trained hard and reached 5 badges too. So, reached
Reached 5 Badges. Ich glaube, das sagt man nicht so. Das ist wieder so richtig deutsch, wenn man Englisch reden möchte, ne? Als Deutscher. Man sagt nicht, I have reached items, so gesehen. Man sagt das nicht. Nee, glaube ich nicht. Komm, battle me. Are you ready? Yes. Das werden wir eh sehen, wer wen besiegt. Los, du Geier! Bloody! Yes! Da, 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 33, 33, los, ich vernichte dich! Ich soll aufhören zu singen! Okay, lassen wir das. Don't fuck with Blondie. Literally. Ja, gut. Was ist ein Butzor? Butzor. Das klingt aber noch. Was bist du für ein Viech? Ja, gut. Das klingt nach einem Viech, wollte ich sagen. Nach einem Käferviech, wegen Butt oder halt einem Pflanzenviech. Aber nope. So, Shockwave. Tusch, 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 tusch. Fast ein One-Hit. Das sieht man ja gerne hier. Auf geht's, vernichten wir es. Tja, was sagst du jetzt? Jetzt langsam aber sicher erreichen die das gleiche Levelniveau wie wir, ne? Was war denn das? War das nicht das Feuerviech? Dann schauen wir mal. Unser neuestes Teammitglied. Achso, das war ja das Viech. Das ist jetzt schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht indeed. Dann riskiere es jetzt einfach mal. Jetzt glaube ich, du kommst mit einer Poison Attack. Jop. Und wir sollten eh schneller sein. Ja, das ist jetzt doof. Ich muss mich. Achso, er heilt mich ja eh dann. Also ist es wurscht. Und Bulldoze, wir sind schneller und wieder One-Hit. Natürlich, wenn Darky nicht da ist, besiegen wir ihn wieder, ne? Tja, das ist manchmal der Fluch der Fluchigkeiten. 69 steht da jetzt. War weiß, wo Don Viech nicht das Viech hier? Ich glaube, das ist das gleiche Viech, ne? Yes! So, ich vernichte dich zuerst, bevor du mich vernichten kannst. Critical Hit. Voll rein. Voll rein gebumst. Tja, so schnell kann's gehen, mein Lieber. Und. Achso, das war ja dieses Viech. Ja, probieren wir es mit Dugaya. Dugaya! Wobei, ich kann mir vorstellen, dass das ein One-Hit jetzt werden könnte. Mit Psybeam? Na, gar nicht. Okay. Dann habe ich die Spezialverteidigung schlecht in Erinnerung. Dugaya hat wieder den Tag gerettet hier. Yes. Earthquake, yes. Jetzt ist er. Ach ja, wir haben ja Leben Orb. Ist ja gar nicht. Gar nicht overpowered jetzt das Vieh hier. Dugaya! Not again. Tja, so schaut's aus. Let me heal your Pokémon. Dankeschön. I appreciate that. I think I'm ready for the Goopule Swamp. Oder so. Du wurdest gerade vernichtet. Und du hast gerade noch vorher gesagt, ja, das und das und das. Und dann habe ich gesagt, nein, das und das. Und dann habe ich gezeigt, ja, das und das. Und ist die Musik so leise? Das ist auf jeden Fall von XY, die Musik. Aber warum ist die Musik so leise? Das ist ein Snibbel-Klon, ne? Nicht ein Snubbel, ein Snibbel. Snibbel-Kannibel. Irgendwie denke ich gerade, dass der kleine Vogel OP ist. Es ist einfach Dugaya, ne? Tolle Musik. Die Musik ist extrem leise, kann ich sagen. So, was sind das schon wieder für ein Viech? Hat auf jeden Fall schöne Farbkombination. Wurde vernichtet, aber. Aber. Davon gibt es eine Stundenversion. Was ist das für ein Viech? Vernichtet gehört es. Vernichtet.
Monstrap. Ja, gut. Ach so, das ist wahrscheinlich die eine Weiterentwicklung. Ja, komm. Einfach so ein Critical Hit. Dann musstest du Gaia richten. Dann musstest du Saphir richten mit Earthquake. Mike X, du Gaia, was? Da, 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 da. Kriegen wir überhaupt Damage? Ja. Ein Damage, okay. Boah! Boah. Warum ist die Musik so leise? Wisst ihr, das ändere ich jetzt. Das möchte ich so nicht. Das hört man überhaupt nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht die Musik hochschrauben, weil der Battle ist ja eh normal. Und da bläst euch das Gehirn raus, wenn ich das jetzt lauter stelle. Pokémon XY Swamp. Wie heißt denn die eine Region? Theme vielleicht. Pokémon League? Nein. Wo ist denn das? Ach, welche Route ist denn das? Die nördliche Route, dieses spooky, spooky, spooky. Route Ost. Dann hören wir uns mal kurz rein. In die verschiedenen Routenmusiken nennen. Schauen wir mal. Nope. Das war's nicht. Das auch nicht. 4? Nein. Oh, wie heißt denn die Musik? Ich schau jetzt mal nach. Ich möchte die Musik haben. 11 oder 7. Route 11. Gibt's die? Die Musik hat auch schon den Geist aufgegeben, ne? Hat jetzt gesehen. Oh, er ersetzt mich jetzt. Oh my goodness. 7 könnte ich mir vorstellen. Nee. Nee. Moment. Illuminus. Nicht Illuminati. Illuminus City. Illuminar, so heißt es. Einen Moment. Spielt die Musik überhaupt noch? Nö. Die hat keinen Bock mehr. Norden Route 14. Jupp, Route 14 ist es. So. Warum gibt es das? Ist es Route 15? Nein, das ist die, oder? Die geile. Jupp. Aber was ist Route 14? Das gibt's doch nicht. Warum wird mir das nicht angezeigt? Mann, da ist ein kleines Psiau. Ach, ist jetzt wurscht. Ich finde jetzt nicht. Ich habe noch Scary House Musik. Ja gut. Dann lassen wir einfach die Musik, weil da sind wir sonst zu blöd. So, Schleife. Und wir können weiter machen. Weil das stört mich dezent, dass da keine Musik ist. Oder dass die so leise ist. So, falls es irgendwie lauter ist, einfach sagen, ne? So, was wollt ihr jetzt gerade nachschauen? Ach ja. Ich habe ein Full Restore, möchte ich aber jetzt nicht aufgeben. Weil ich keine Beleber habe, werde ich dich so hochheilen. Na, das wollte ich nicht. Ah! Das gibt's doch nicht. Ja, es gibt die Musik irgendwie gerade spontan nicht. Das hat man natürlich nicht eingebaut. Ich kann mir vorstellen, dass die Musik jetzt gerade ein bisschen lauter war. So, jetzt muss ich wieder zurücklatschen. Was ist denn jetzt am nächsten? Tja. Warum man das nicht eingebaut hat?
Weil ich bin mir relativ sicher, dass das in den Original-Pokémon-Spielen so ging. Wenn man das Pokémon so hochheilt, ne? Mit einem Sonderbonbon. So. Dam, dam, da, da, da. Und nur wegen seinem Critical-Hit, das ist ja Wahnsinn hier. Lass mich hier durch, Lady, lass mich durch, lass mich durch. Ja, die habe ich jetzt umsonst zu viel Candies gegeben. Ja, komm. Dann mach du. Wobei, ich wollte ja das andere Viecher mal hoch trainieren. So, uno momento, please. Tschüsschen. Tschüsschen, Wandchen. Wandchen. Das klingt wie eine Wanze. war die Musik von eben oder nicht? Was? Welche Musik von eben? Welche Musik meinst du denn? Welche Musik? Welche Musik meinst du denn? Das frage ich mich ja. So. Und wieder Musik eindrehen. Söderle. Oh my goodness gracious. Ah, interesting. Und da kann man wahrscheinlich Surfer einsetzen. Gut. Also war die leise Musik, die du da eben gespielt hast. Was für leise Musik? Was ist denn das für ein Vieh? Das ist auf jeden Fall interessant. Bist du Wasser? Ja. Wahrscheinlich Wasserrock. Brauchen wir das? Wobei, ich habe das Gefühl, wir haben eh genug Bodenschwäche, Pokémon, blabliblub. Also brauchen wir das jetzt nicht. So. Moment. Es ist aber schon leise, ne? Wie gut hört man das jetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. So, die Musik lasse ich jetzt einfach mal draußen. Jetzt habe ich einen Beleber natürlich. Und jetzt wird es so laut. Das irritiert. Das irritiert sehr. Also auf der Route ist eine Musik, die wir nicht hören können. Und du hast ein Lied gegoogelt. Sind das die beiden dieselben? Achso, das meinst du, nein. Das war jetzt das Spooky House Theme. Und das wird, was jetzt gespielt wird, ist, das müsste diese eine Route sein. Diese Route, diese Sumpfgegenroute nördlich von Illumina. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Natürlich kann ich mich jetzt irren und dann bin ich ein Irrer. Irrer Kalierer. Irrer Kassierer. Oder so. Ich glaube, das war jetzt schlecht, dass ich drinnen geblieben bin. Ach, come on, schon wieder Critical Hit. Die ekelhafte Spinne hier. Ich kann sie mal dann einmal ganz laut stellen. Dann hört ihr es wahrscheinlich auch. Aber es ist halt extrem leise. Weep. Ja, gib eine Ruhe. So, uno momento. Nope. Ich brauche, ja. Wo ist denn das? Habe ich einen Beleber irgendwo? Ach, hätte ich eh gehabt. Ach, ich erwascht. Ich brauche aber noch ein paar Tränke. Da habe ich, glaube ich, eher ein paar, ne? Ja, sowas möchte ich sehen, ja. So. Stell mal jetzt laut. Es müsste da durchgehen. Oder war das ein anderer Theme? Müsste es eigentlich sein, ne? Ach. Irgendwas aus XY, weiß ich auf jeden Fall.
Jetzt, wo ich es mir nochmal so angehört habe, glaube ich, es ist doch ein anderer Theme gewesen. So. Ah, da kann man auch auf Pokémon stoßen. Interesting. Okay, irgendein kleines Kürbisviech. Ich sag, das fangen wir jetzt einfach ein. Wenn wir es nicht vernichten. Ist wahrscheinlich ein Geist, ne? Ein Geistchen. Passt eh. Weil eh gleich einmal Halloween ist, ne? Dies ist Halloween. Halloween! Da-da-da-da-da-da-da. Namensvorschlag, please. Geiler Name. Ich no. Ghostbug. Ja. So, Namensvorschlag, please. Okay, wenn das passt. So. Trigger. Tweet sollte passen. Ich würde das Ging voll gern haben. Ja, so im Real Life. Das hätte auf jeden Fall was. Tweet. Tweety, 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 Tweet. Und da kann man die Leute voll... Oh, es geht leider nicht. Trick Tweet vielleicht. Ja, gut. Also, wie wollen wir? Oder einfach Trick... Trico... Trico. So, glaube ich, geht's. Geht dann halt ohne... Ohne Bohne. Tricky... Trick... Tweet... Manchmal brauche ich ernsthaft lange hier bei den Namen ein... Oh. Ich wollte schon sagen, manchmal brauche ich hier extrem lange beim Eintippen. Nee. Trick. Tweet. So. Checko. Zu lang. War das jetzt ein Namenvorschlag? Das ist Checko. Tweet. Schreib's mal zu Ende. So. Tweeted. Ja, yes, so könnte es auf jeden Fall funktionieren. Ja, komm. Wir haben eh schon jetzt genügend Zeit hier investiert. Den nächsten Namen darfst du auswählen. Jetzt wird es wieder so leise. Und jetzt ist wieder laut. Dam, da, dam, dam, dam. Was sind das schon wieder für ein Viech? Schaut giftig aus und das war's auch. Es hat auch einen giftigen Namen, okay. Ja, ordentliche Erfahrungspunkte. Und das ist wahrscheinlich Unlicht, ne? Also muss ich hier aufpassen mit meinem Psycho-Pokémon. Ah, warum tut das so weh? Achso, du hast ein Lucky Egg. Ah, das erklärt schon einiges. Yes, give me. Battle over. Jetzt wieder die leise Musik. Okay. Jetzt war ich dezent verwirrt, weil es kam überhaupt keine Musik und dann kräht hier irgendwie was herum, irgendwie so ein Rabe oder sowas, aber der war draußen. Jetzt ist überhaupt keine Musik mehr. Also die Musik hier in diesem Ort, das ist, Nee. Dieses störpige Face. Wobei, das schaut wieder nur giftig aus. Aber das reicht ja auch hier vollkommen. Da haben wir ein Halloween. Halloween. Da kann ich dich ja mal reinschicken. Mein kleines Gätzchen. Vernichte es. Oh, jeez. Ich kann mir sehr gut vorstellen bei diesem Kürbisviech.
Wenn man den da rausstellen könnte, ne? Vor dem eigenen Haus zu Halloween. Und dann sagt man, los, wenn Leute kommen, dann spring auf und watschle herum und dann schreien alle und dann sind sie tot. Sie sind tot. Da ist schon wieder dieses giftige Viech. Das könnten wir eigentlich relativ gut besiegen hier. Erfahrungspunkte gibt es allemal, wollte ich sagen. Fight me. Handy kann ich nicht schreiben. Leuchtender Kürbisgeist oder sowas. Eine Mythologie, wenn ich mich richtig erinnere. Was ist mit mir? Ach, was? Jack-O-Lantern. Ja, interesting. Das wäre dann ein interessanter Namenvorschlag gewesen. Tja, ist aber jetzt leider zu spät gekommen. Wäre aber auf jeden Fall nice, ne? Immer irgendwas Mystisches im Hintergrund haben. Das macht man ja immer wieder gerne. Psybean. Gut, dann bist du also... Ist jetzt schon confirmed? Oder war es schon mal jemals confirmed, dass es von Typ Psycho ist, dieses Gecko-Viech? Ich trainiere jetzt das Viech mal auf Level 40 hoch. Was sind das denn wieder für Viech? Ein Hydropie. Versteht ihr? Tschüss. Hat auf jeden Fall was, das Viech. Ja. Also die Vielfalt hier von Pokémon, die gefällt mir hier auf jeden Fall. Jetzt habe ich aber schon irgendwie Bock. Oh, was ist mit der Musik hier los? wer könnte denn... Ja, komm. Komm, Flowey. Musst jetzt den VM-Sklaven spielen hier. Ja, wer braucht denn das schon? Naja, das könnte ja Erdbeben mal... Erdbeben sein, diese Attacke, ne? Wisst ihr was? So. Ja. Pokégear. Shootbox. Einfach irgendeine Musik. Das ist mir viel zu ruhig. So. Da haben wir das Viech. Das Slip. Das liebige Slip. Ja, komm. Lassen wir es in Ruhe. Weil wir so gütig sind. Ui. Ja. Und jetzt ist die Musik schon wieder weg. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, jedes Mal die Musik neu einzudrehen. Deswegen lassen wir das mal. Ah, jetzt spielt die Musik wieder. Was wird denn hier gespielt? Nicht die Musik jedenfalls. Ja, die wilden Pokémon sind jetzt auch fast so stark wie die Trainer-Pokémon. Das ist immer irgendwie irritierend. Es wirkt so, die haben gerade die Pokémon eingefangen. Und ja, sind ja sehr tolle Trainer. Ich erwarte hier erfahrene Trainer mit ihren erfahrenen Pokémon und es wirkt so, als hätten es die Pokémon hier gerade eingefangen. Da haben wir den Hydropie. Ein Hydropie. Schauen wir mal. Wenn du diese Attacke standhältst. Okay. Was bist denn du für ein Viech? Wasser und irgendwas, was hier resistet. Stahl? Kann das sein? So, hättest du spontan jetzt einen Namensvorschlag hier? Sonst würde ich es einfach Lucky nennen. Confuse Way. Oh, jetzt schlafen wir ja ein, oder? Nein. Dum dum. Komm, geh doch rein. Komm, geh doch rein. Hydropie. Ach, was will das Viech denn hier? Süderle, dann halt ein Ultra Ball. Was? Subpacks. Achso. Das ergibt schon mehr Sinn, der Name. Und Zenex, wie auch immer man dich ausspricht. Hast du einen Namensvorschlag? Achso, What Up, Psychic. Ergibt Sinn. Ergibt Sinn auf jeden Fall. Sonst würde ich es jetzt wirklich Lucky nennen, weil das würde ja passen hier.
dieses Vieh hier. Oder du hast einen anderen Namen? Luck. Lucky. Luckykus. Gut. So. Es muss einfach Lucky sein, ne? Ah, das ist ja dieses Vieh mit dem komischen Namen. Axilololax. Das klingt irgendwie so komisch. Was ist denn das schon wieder? Wir sind auf jeden Fall eingeschläfert worden. Das sollte ich nicht vergessen. Nö, komm. Vernichte es. Ja, auf jeden Fall wieder interessantes Viech hier. Prine. Das zieht ja, glaube ich, wenn man unter 50 KP ist, 50% von der KP-Anzeige, zieht das, glaube ich, ja doppelt so viel ab. Ach, komm, on. Dann wechsle ich dich jetzt mal aus und vernichte dich mit Flowey. Wenn du nicht Wassergift bist oder irgendwie sowas in die Richtung, dann muss ich wieder auswechseln. Da-di-di-bi-bi. Gut, dann könntest du noch Wasser und Licht sein. Twitglit. Ja, das haut rein. Recover. Zu Beginn nicht das. David. Halbtote Sparschwa. Ja, kann gut sein. Ist able. Dann zerschneide ich dich halt. Dann zerschneide ich dich. Oh, come on, das ist wohl begeistert halt, Surfer. Solange es nicht wieder Recover einsetzt. Yes, das wollte ich sehen. Leon ist wieder back. Hallöchen. Hat's gut geschmeckt. Psychic, oh my goodness. Da werden wir gleich zum Psycho. 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 Ich sollte nicht so laut sein vor Mikrofon. Übrigens, ich habe hier jetzt... Oh, wie viele Viecher denn noch? ja, dann schicke ich dich einfach. Dam, dam, dam. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch wieder ein bisschen umgestellt, wie man ja hier wieder mit dem Mikrofon sieht. Normalerweise ist das immer so gewesen, von hier aus und nicht von hier. Oder von hier kam das Mikrofon. Aber jetzt habe ich mein Mikrofon hier wieder am Tisch befestigt. So schaut es eigentlich auch besser aus, finde ich hier. Ja, so verdeckt es zumindest nicht das Gesicht. Und da, wenn es irgendwie immer so an meiner Backe geklebt ist, hat es halt irgendwie immer komisch gewirkt. Ist jetzt eh nichts vernichtet worden hier. Ja, komm. So. Warum ist die Musik so leise? Südele. Dann schicke ich dich mal rein. Naja. Aber ich denke mal, das passt hier auch so, müsste ich jetzt so sagen. Weil mein PC ist jetzt nicht mehr von mir aus hier unten. So, normalerweise war mein PC jetzt immer hier unten. Jetzt habe ich es hier unten hingeräumt. Und dementsprechend sind hier jetzt nicht mehr 1000 Kabeln, wo ich mein Mikrofon hier befestigt habe. Ja, komm. Und ja, das ist jetzt alles ein bisschen anders jetzt für mich. Auch das Umstecken mit den ganzen Kabeln, weil mein PC jetzt da unterm Tisch ist, nicht daneben dem Tisch. Und auch das Umstecken und alles drum und dran, das ist jetzt alles ein bisschen merkwürdig. Da muss ich mich auf jeden Fall dran gewöhnen. Und wie schon gesagt... Eigentlich brauche ich so ein mobiles Mikrofon, habe ich ja sonst immer an meinem Sessel befestigt und den Sessel konnte ich ja hin und her schieben durch meinen Raum, wenn ich jetzt zum Beispiel da hinten aufnehmen wollte auf meinem Sofa. Da geht's ja nicht, wenn ich hier meinen Gelenksarm habe, der geht nicht weiter als hier. Also habe ich das irgendwie... mobil machen müssen. Da habe ich diesen Gelenksarm eben am Sessel befestigt. Und jetzt habe ich es jetzt hier mal wieder hingetan. Eigentlich für mein geheimes Projekt nehme ich normalerweise dort hinten auf.
Und das hat halt einfach den Grund, das ist wieder ein Spiel, wo ich den Lautsprecher von meinem TV brauche, um den Soundtrack hören zu können. Und ja, das ist jetzt halt generell schlecht. Habe ich das jetzt schon erzählt? Ist ja auch wurscht. Ich kann ja jetzt meine Tastatur nicht mehr verwenden, meine kabellose Tastatur. Und die war eigentlich ziemlich vonnöten für eben das geheime Projekt, weil ich von dort hinten dann einfach hier mit OBS herumhantieren konnte, mit Tasten. Ne, wenn ich Mikro stumm schalten möchte oder wenn ich... Wer kommt jetzt? Achso, die schon wieder. Die sind egal. Oder wenn ich einfach... Wollt ihr endlich kämpfen gegen mich? Achso, ihr wollt wahrscheinlich den Stein haben, ne? Oder? Was labern die denn? Okay, endlich. Naja, aber... Ja, wenn ich jetzt meine Tastatur nicht da nach hinten nehmen kann, kann ich schlecht... Schaut das ekelhaft aus, das Vieh. Kann ich schlecht hier von hinten aufnehmen. Deswegen würde ich sagen, für meine letzte Aufnahmesession, was das geheime Projekt betrifft, muss ich das wohl oder übel von hier aus aufnehmen. Also werde ich kaum den Lautsprecher von meinem TV anschalten können. Weil sonst hört man das gleich hier. Vielleicht ganz, ganz leise, aber das ist auch irritierend. Das wäre eine Option, aber dann müsste ich das mit der Elgato. So, dann müsste ich das aber mit der Elgato aufnehmen. Das Spiel, weil durch die Elgato, durch die Aufnahme, die auf dem PC dann angezeigt wird, da kann man auch den Soundtrack hören. Zwar, glaube ich, so 3 Sekunden verzögert, aber immerhin könnte man das so dann hören, aber wie schon gesagt, ich nehme mit OBS auf. Das wäre dann doch ein Problem. Also schauen wir mal, wie ich das noch mache. Weil ich habe jetzt wahrscheinlich jetzt längere Zeit, kann ich meine Tastatur nicht verwenden hier hinten. Was auch ziemlich stört, muss ich sagen, weil ich bin jetzt schreibfauler geworden. Ne? Weil normalerweise sitze ich immer da hinten, Sofa, schaue Let's Plays oder mache irgendwas. Und weil ich ja 2 Bildschirme habe, kann ich auch dann problemlos einfach dann hierher gehen und auf Twitter irgendwie was posten oder schreiben oder wo auch immer irgendwas googeln oder sowas. Das kann ich alles nicht mehr von dort hinten, weil die Tastatur hier eben mit dem Kabel hier verbunden ist und meine kabellose Tastatur funktioniert nicht mehr. Da habe ich hier jetzt erstmal gecheckt, wie unangenehm es sein kann mit keiner kabellosen Tastatur. Ist jetzt kein Weltuntergang, aber ich merke es dezent, weil ich so drauf angewiesen war. Naja. Ja, die quasseln und quasseln. Lasst mich in Ruhe. Soll ich dir sagen, welchen Typen es hat? Geheim. Die Legende von Jack war anders. Würde ich gerne hier mal posten, aber sehr lang, leider. Ja, dann lass es lieber. Lass es lieber. Wann ist auch hier Hallöchen? So, du da. Hä? Was für ein Graveyard? Hä? Okay. Achso, die haben mich wohl hier so voll gelabert von wegen, du solltest da hingehen, aber wo ist denn das? In der Graveyard. Die Musik wieder so leise. Wo ist denn das jetzt? Ich hätte aufpassen sollen. Graveyard. Das Spiel hat mich ja nicht weitergelassen, ne? Ich probiere es noch einmal. Hey. War das irgendwo? Warum ist die Musik so leise? Ich brauche auf jeden Fall wieder ein Rappel. Weil das stört hier schon dezent. Aber zuerst vernichten wir dich. Level 40 wäre für meine Pokies hier jetzt eigentlich recht akzeptabel. Wenn wir da aus dem Sumpf dann kommen. Wo ist denn der? Ist der dort drüben? Vielleicht?
Willst du auch mal Erdbeben erlernen? Das wäre voll nice. Voll nice. Dann würdest du so richtig reinhauen. Ach so, das ist dann dort. Gut. Hallöchen. Ich krieg wieder Flashbacks an den anderen Heck. In diesem Haus. Wir sind ein Geist, oh my goodness. Oder wir spielen jetzt Link Between Worlds. Was ist das für ein interessantes Viech? Greifen wir es mal an. Okay, du bist wahrscheinlich Typ Dingsbums. Typ Dingsbums, ja. Natürlich musst du fünfmal treffen. Ich probiere es jetzt einfach mal einzufangen. Ihr könnt wieder Namen vorschlagen. Ich weiß nicht endlich, worüber das... Die Clouds von... Die hätten... einen komischen Arm. Was? Der Sprite vom Protagonisten. Clowns von Black White. Ah, das meinst du, okay. ja. So. Das meinst du, okay. Stone Angel. Angel. Gott, das Geisterhaus aus. Aber ohne die zwei Geister und der Statue oder Rotum. Oder aus dem letzten Heck. Boah, dieses Geisterhaus war nervig. So, ich... Günther. Es kommen keine weiteren Namenvorschläge, dann würde ich sagen, Vanni hat ja heute noch keinen Namen. Dann heißt er halt Günther. Wahrscheinlich der Grabstein vom Günther. Der Günther müssen wir jetzt schreiben. Kerzen. Ist das ein Namensvorschlag? Karsten. So. Moment. So. Was war das jetzt? Günther Karsten wollte ich schreiben. War das ein Namensvorschlag, dieser Karsten? Sonst würde ich jetzt Karsten hernehmen. Ne? Ich habe mir versprochen, dass du einen Namen noch oder ein Pokémon benennen darfst. Mach Günther. Gut. Oder Günther müssen wir leider. Söderle. Ist egal. Wir spielen Link Between Worlds. Yes! Ja gut. Justin! Ich will das Viech haben. Ich will es jetzt. Komm. Vernichte es, please nicht. Ah. Ja gut. So, give me that Viech. OMG. Los, geh in den Ball rein. Hab will. So, ihr könnt auf jeden Fall schon einen Namenvorschlag machen hier. Das würde ich sogar ins Team nehmen. So. Okay, dann ist das Carsten. Wenn du willst, dann nennen wir es Carsten. Da. So. It's quite so loud that it can shatter glass. It's ghastly quiet, it's also used to scare people away from it. Man. Fettface. Ja gut. So, dann nenne ich es jetzt mal Carsten und dann geht's. Dann würde ich sagen Carsten. So schreibt man es doch, ne? So. Carsten. Da. Jetzt möchte ich aber zurück. Ach, egal. Wee.